So, guten Morgen. Ihr seht im Hintergrund, die Sonne geht auf. Wir haben wieder so gegen 7, 10 nach 7. Ja, ich sehe heute schon ein bisschen strubbelig aus. Ist egal, ich bin ja gleich im Wasser. Heute ist Tag 2. Die Nordsee ist immer noch nicht wärmer geworden. Es sind immer noch 8 Grad. Und heute will ich mal versuchen, ein bisschen zu schwimmen. Schauen wir mal, was der innere Schweinehund so zulässt. Außen haben wir so zwischen 2 und 3 Grad. Mir frieren auch die Finger ab. Also Extremitäten sind hier draußen schon mal ziemlich unterkühlt. Ihr seht aber, ich habe einen schönen Ausblick. Und ja, bin mal gespannt, ob ich schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Es ist ja auch eine Challenge. Schauen wir mal, wie das Wetter ist und wenn es schlechter wird, ob ich das dann auch noch durchziehen kann. Alles klar, ich gehe jetzt mal zum Wasser. So, hier seht ihr nochmal das Meer. Das Wasser ist also schön glatt und immer noch 8 Grad kalt, so wie es gestern auch war. Ja, das war's. Ich war jetzt ungefähr zwischen 10 und 15 Minuten im Wasser. Ja, das Schlimmste für mich ist echt, sind die Füße und das Gesicht. Ich habe versucht, schwimmen zu gehen, aber war so unangenehm im Gesicht. Und heute hatte ich eine besondere Begegnung. Ich war nicht alleine beim Schwimmen. Ich weiß nicht, ob man es auf den Bildern sieht. Ich versuche es nochmal nachzugucken. Ein Seehund hat sich ganz neugierig genähert und geguckt, was ist da für ein seltsames Wesen im Wasser. So, ich gehe mich jetzt mal aufwärmen, Kaffee trinken. Man sieht sich morgen. Ciao!